neue Powerbank 26.800 mAh. Die haben wir jetzt hier, die werden wir uns jetzt gleich zusammen anschauen. Warum haben wir die geholt? Ja, weil sie eigentlich sehr klein ist, beziehungsweise nicht so ein großer Klopper, sondern eher ein dickerer Klopper. Und ja, viele ziemlich coole Anschlüsse sind dabei und die haben wir da halt wegen dem geholt. Ja, die werden wir uns jetzt kurz zusammen anschauen und natürlich auch gleich testen. So, hier haben wir es jetzt. Safe Speed for iOS und Android. 26.800 mAh Smartphone. Powerbank, Quick Charge. Was haben wir hier noch? Ja, hier sehen wir es. Richtiges Travel-Ding ist das. Also man kann richtig gut mit Ausflüge machen. Also wenn man jetzt unterwegs ist, fürs Campen, fürs Wandern, fürs Fischen oder einfach am Strand. Oh, ja, was haben wir hier noch alles? Ein paar andere Zusatzinformationen. Hier genauso, hier ist nichts mehr und darum machen wir es einfach mal auf. Beschreibung ist hier, okay, kann man brauchen. Und hier haben wir schon das Akku-Pack. Was natürlich dabei ist, ist ein USB auf USB-C. Das wird sicher zum Aufladen sein. Aber das Hauptding ist natürlich hier und hier sehen wir es jetzt schon. Ein richtig schönes Akku-Pack. Nur mal am Knopf drücken. Ah ja, es ist eigentlich fast aufgeladen. Wir haben drei Pünktchen von vier möglichen Pünktchen. Zweimal USB, einmal USB-C und einmal Micro-USB. Ja, ein richtig fetter Klopper. Und wenn man es mal daneben haltet, zum Beispiel jetzt bei meinem iPhone 14, ist es eigentlich fast genau die gleiche Größe. Ja, nur dass es halt auf jeden Fall ein bisschen dicker ist. Aber von der Größe her, iPhone 14 Pro, das könnt ihr circa als Vergleich nehmen. Ja, jetzt werden wir das natürlich auch gleich probieren, ob es funktioniert. Jetzt muss ich mir gleich mal USB auf Lightning holen und sagen, stecken wir es gleich einmal ans iPhone an. iPhone angesteckt, Knopf gedrückt. Ja, wie ihr seht, es wird geladen. Das ist einmal das Wichtigste. Ja, was kostet diese Powerbank von SafeSpeed? Unverbindliche Preisempfehlung sind wir bei 35,99. Ja, hier haben wir sie. Hier ist sie richtig ideal. Es ist halt wirklich sehr klobig und schwer, aber so groß wie ein iPhone. Das heißt, sie passt perfekt auch noch in den Rucksack bzw. in die Hosentasche. Was sagt ihr so zu Akku-Packs? Braucht ihr die überhaupt? Habt ihr die immer mit oder nicht? Ich habe auf jeden Fall jetzt einmal wieder so einen richtigen fetten Klopper gebraucht, damit ja, wir einfach dann genug Energie haben, wenn ich unterwegs bin, und darum habe ich mir den geholt. Ja, wie gesagt, der Link für euch unten in der Videobeschreibung. Ja, habt ihr selber Akku-Packs am Start, beziehungsweise welche Marke? Ich habe mir ja schon sehr, sehr viele Akku-Packs geholt, aber ja, ich würde mal sagen, Akku-Packs kann man immer wieder brauchen, vor allem wenn man mal länger unterwegs ist oder wie gesagt, im Urlaub, am Strand oder wo auch immer. Ja, das soll es aber jetzt endgültig gewesen sein mit diesem Video. Über ein Däumchen nach oben und natürlich ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, baba.